damit ich auch nichts vergesse. Wir haben nämlich einiges vor heute. Zur Feier des Sommers irgendwie machen wir eine richtig nice Kokos-Mango-Torte. Ich würde sagen, los geht's. Das Erste, was wir machen, ist ein Löffel-Biskuit-Teig. Diesen Teig habe ich euch schon mal geteilt. Wenn ihr das genaue Rezept haben möchtet, für die komplette Torte in die Infobox schauen. Da ist das wie immer verlinkt. Also einfach mal unter das Video gucken. Da ist zum Beispiel auch der Abonnieren-Button und der Zugang zur Kanalmitgliedschaft. So, 1, 2, ich brauche 4. Und die 4 Eier hier, die sind erstens auf Raumtemperatur und zweitens werden die jetzt volle Möhre aufgeschlagen, bis es so richtig schön fluffig, schaumig ist, sich das Volumen verdreifacht hat. Eine Prise Salz darf auch gerne dazu. Da kommt jetzt gleich auch der Zucker dazu, das lasse ich einlaufen. Und während das hier am Laufen ist, heize ich mir schon mal den Ofen vor. Das ist fluffig geworden. So soll es sein, so richtig schön luftig. Was ich reingegeben habe, was ihr nicht gesehen habt, ist ein bisschen Vanillepaste. Ihr könnt aber auch einfach nur ein Vanillezuckerchen dazu tun, das wäre auch fein. So, um den Spürkäse hier jetzt noch fertig zu machen, kommt da einfach nur noch was Mehl rein. Das wird auf jeden Fall gesiebt bei so einer fluffigen, feinen Masse. Bei so einer fluffigen, feinen Masse ist es wirklich wichtig, dass das Mehl gesiebt wird. Wenn ihr aber so eine Rührkuchengeschichte oder sowas habt, dann ist das Sieben, ich will nicht sagen unnötig. Ich spare es mir aber gerne mal, weil der Teig meistens so kompakt ist, dass alle Mehlnester aufgebrochen werden. Aber hier bei den Löffelbiskuit bitte unbedingt sieben. Okay, fein. Dann kann das so direkt in meinen Spritzbeutel. Ich spritze mir meine Löffelbiskuit jetzt nicht in Fingerform auf, sondern werde das hier direkt in meine Springform als einen Boden spritzen, damit wir den gleich eben quasi schon in fertigem Format haben und das Ganze nicht noch schneiden müssen. Also einmal rein in den Spritzbeutel. Ich habe ihn zu voll gemacht. Okay, etwas chaotisch, aber macht nichts, geht trotzdem. Bevor ich jetzt hier anfange aufzuspritzen, werde ich am Boden schon ein paar von meinen Kokosraspeln dazu tun. Normalerweise haben Löffelbiskuit ja so eine Zuckerkruste. Die lasse ich heute weg. Stattdessen gibt es eine Art Kokoskruste. Die gibt es aber auch oben und unten und nicht nur oben, wie bei den klassischen. So, ihr könnt entweder in der Mitte anfangen, den Boden aufzuspritzen oder am Rand ist euch überlassen. Ich mache das jetzt hier einfach aus der Mitte, das ist so ein Gewohnheitsding. Einmal rum, Spritzbeutel und Hülle verlinke ich euch selbstverständlich in der Infobox. Konzentration. Okay. Ich habe jetzt hier natürlich noch Masse über, wie ich mir eingeplant hatte. Das heißt, ich werde jetzt hier den Ring wegnehmen, auf Backpapier setzen und dann weiter aufspritzen, bis meine Masse aufgebraucht ist. Das kommt jetzt in den Ofen. Vorher aber, wie gesagt, noch die weiteren Kokosraspeln, Kokosblöckchen. Und dann so eben Apigaloppi in den Ofen, bis das so voll goldig ist. Das geht voll schnell, weil es gerade so ein dünner, leichter Boden ist, also nicht aus den Augen verlieren. Förmchen ab. Auf ein Blech. Und direkt hinterher. Die Sahne, naja, es ist keine Sahne. Diese Flüssigkeit hier kocht und gebe ich jetzt über meine weiße Schoki und lasse die stehen, damit wir Ganache machen. Diese Flüssigkeit hier ist Kokosnussmilch einfach nur, weil ich will mit euch ja
eine Kokos-Mango-Torte machen. Und Kokos haben wir jetzt erstens auf unseren Löffelbiskuit und dann noch eben in der Creme. Ich lasse das Ganze hier jetzt so einfach stehen, so wie ich Ganache eben immer mache, damit die Schoki so ein bisschen anschmilzen kann von der Wärme, die da jetzt drauf ist. Und in der Zwischenzeit kümmern wir uns um die zweite Komponente. Insgesamt haben wir quasi drei. Also wir haben die Kokosfüllung, wir haben die Mangocreme und wir haben unsere Böden. Und für die Mangocreme brauche ich jetzt eben die Mangos. Ich habe die hier schon von ihrer, ist das Schale, von ihrer Schale entfernt. Das heißt, das Fruchtfleisch hier in meinem Mixer. Ich mache mir das gerade einmal klein und brauche dann ungefähr 90 Gramm davon. So. 90 Gramm ungefähr habe ich hier in meiner Schüssel. Das restliche Püree nicht wegtun. Das behalte ich auf. Ich habe einfach nur eine Mango eben aufgeschnitten und wir brauchen aber nur 90 Gramm. Und der Rest, die restliche Mango hier, wie gesagt, die benutzen wir noch. So, hier kommt jetzt noch zu etwas Ei und etwas Zucker. Und dann wird das Ganze über dem Wasserbad gekocht, bis da ein Trommelwirbel. Mango-Curd rauskommt. Da fehlt dann noch ein bisschen Butter. Die kommt auch noch dazu. Aber bevor die dazu kommt, müssen wir dann machen wir das jetzt hier mit. Müssen wir das Ganze hier erst einmal abkochen. So, Zuckerli dazu. Das sieht fast in Ordnung aus. Hier sind noch ein paar kleine Schokostücke drin. Das heißt, wenn ich eh mein Wasserbad gerade aufgestellt habe, werde ich meine Ganache so auch einfach noch mal kurz für einen Moment darüber geben, bis auch wirklich die restlichen Schokostücke gelöst sind. Und dann lasse ich das abkühlen, bis wir es gleich brauchen. Oder geht das so? Wusstet ihr, dass ein Wasserbad dafür da ist, Sachen indirekt zu erwärmen? Ich habe hier mein Wasserbad so aufgestellt, dass ich in meinem kleinen Topf hier so fingerbreit Wasser drin habe und es ist auf Stufe 3. Also eigentlich sollte es nicht kochen, sondern gerade so vor sich hin dampfen. Und dieser Dampf ist eben das, was viel, viel schonender erwärmt und eben dadurch macht, dass unsere Masse hier nicht sofort am Schüsselrand stockt. Weil wenn ihr diese Schüssel jetzt hier quasi in kochend heißes Wasser direkt reinsetzen würdet, das sehe ich nämlich immer wieder, großer Topf mit Wasser, wo so ein kleines Schüsselchen in das kochende Wasser gesetzt wird, dann ist damit indirekter Wärme einfach auch überhaupt nichts, weil die heiße Temperatur ja direkt an die Schüssel kommt und dadurch alles auch im Endeffekt sofort kocht. Und dann könntet ihr euch dieses kleine Schüsselchen im kochenden Wasser auch schenken und das Ganze direkt im Topf machen. Wasserbad ist indirekte Wärme. Okay? Ganz wichtig, nicht durcheinander bringen. Das heißt, wenn ihr beim nächsten Mal ein Wasserbad aufsetzt, reicht meistens so ein kleiner Topf mit unten einem Schluck Wasser, maximal mittlere Wärme und gut ist. Das ist abgekocht und so schön abgebunden. Ist jetzt einfach was fester, aber auch cremiger, irgendwie fluffiger, einfach schöner. Und da kommt jetzt noch die angekündigte Butter rein. Einmal einrühren und dann lasse ich das hier abkühlen. Ich lasse das hier abkühlen. Und wenn beides auf Raumtemperatur ist, dann können wir mit den Füllungen weitermachen. In der Zwischenzeit werde ich gleich schon mal meine drei Böden einfach vom Backpapier befreien. Das heißt, einmal flippen, Backpapier abziehen und mit meiner Springform ausstechen. Weil manchmal kann es halt passieren, dass die beim Backen doch ein bisschen breiter laufen. Und damit die wieder schön in Form kommen, werde ich die noch einmal einfach mit der Springform nochmal anstechen. Fein! Das ist okay. Meine Ganache hier ist soweit abgekühlt, also ist auf Raumtemperatur. Und mein Mango-Curd hier auch. Das hat was nicht ganz mitgepasst.
Das habe ich in der Kanalmitgliedschaft oder bei Patreon erklärt. Wenn ihr wissen möchtet, was es mit der Kanalmitgliedschaft oder mit Patreon auf sich hat und wenn ihr mich unterstützen möchtet, diesen Kanal hier weiter zu halten, dann schaut da doch einfach mal vorbei und unterstützt mich. Würde ich mich mega drüber freuen. Einfach mal unter das Video gucken, da ist alles verlinkt. So, und jetzt machen wir weiter. Ich habe hier in meiner Schüssel Mascarpone. Die schlage ich mir jetzt kurz auf, dass die nicht mehr ganz so kompakt ist. Und dann lasse ich da so nach und nach die Sahne einlaufen, bis das eben so halb steif ist. Nicht ganz steif aufschlagen, aber so halb steif ungefähr. Und dann ist unsere Fülle soweit eigentlich auch fertig und wir können eigentlich alles zusammensetzen. So. Zwischendurch einmal ausmachen und Rand runterkratzen ist übrigens auch keine schlechte Idee. So. Und dann. Mein Gott. Was ist denn los heute? Stimmt, weil du Schnuppi hast. Ja, ein bisschen Schnuppi habe ich wirklich. Während das jetzt läuft, werde ich jetzt gleich auch noch mein Sahnesteif dazu tun und dann haben wir es schon fast. Dann wird die Masse mit der Ganache zusammen vermengt und dann sind wir auf dem Weg ins Ziel. Okay, das reicht schon. Schon fast zu fest geschlagen. Jetzt. Das hier rein. Ich werde das jetzt so machen. Eine Portion einmal rein, verrühren, um das Ganze anzugleichen. Und dann in zwei Portionen den Rest so unterheben. Ach so, wenn ihr euch jetzt denkt, kommt da kein Zucker rein? Nö, kommt's nicht. Und warum ist da keine Gelatine oder Agatine drin? Erstens, Zucker brauchen wir nicht, weil wir die weiße Schokolade zum Süßen haben. Und weiteres Abbinden ist auch nicht nötig, weil wir ja neben dem Sahnesteif, was jetzt hier drin ist, auch noch die weiße Schokolade haben. Und die hilft eben auch beim Festigen, beim Abbinden der Masse. Das ist im Endeffekt eine Ganache und die wird im Kühlschrank hier auch fest. Wer mag, selbstverständlich, kann aber noch ein bisschen Zuckerli dazu tun. Ich würde das dann wahrscheinlich hier an dieser Stelle dazu tun. Einfach ein bisschen Puderzucker drauf sieben, einarbeiten und dann seid ihr eigentlich gut dabei. Ja, das braucht es definitiv nicht. Die weiße Schoki ist echt süß genug. So, erster Boden. Ich mache Backseite nach unten, obwohl, nee, komm, machen wir es so rum. So, ich lasse jetzt für die erste Schicht einmal meine Springform weg, damit ihr das besser erkennen könnt. Ein Drittel von der Creme. Mhm. Wenn ihr jetzt einen Ring drum hättet, dann könntet ihr das einfach bis zum Ring verstreichen, aber ich möchte es euch zeigen, deswegen muss ich mir ja ein bisschen Mühe hier geben. So. Also einmal gleichmäßig verstreichen. Dann Mango Curd. Das ist jetzt hier in meinem Fall noch relativ soft. Aber auch hier müsst ihr dran denken, da ist ja die Butter drin. Und wenn die kalt wird, wird das Curd natürlich auch wieder fester. Und läuft uns dann nicht aus der Torte raus. So, ich verstreiche das hier ein bisschen. Dann habe ich mir hier vorne noch ein paar Mango-Würfelchen geschnitten. Nächster Boden drauf. So, und hier werde ich jetzt meinen Ring umsetzen. Und das gleiche nächstes Drittel ungefähr auf den Boden. Jetzt kann ich es auch bis zum Rand verstreichen. Sehr schön.
und die letzte helle Creme drauf erstmal. Das Mango Curd lasse ich mir über, weil ich gleich einen Tortenguss da drauf packen möchte. Ihr könntet die Torte aber auch mit dem Curd abschließen, wenn ihr möchtet. Ich werde euch die Menge hiervon einfach im Rezept ein bisschen anpassen, dass ihr da nicht so viel über habt wie ich. So, noch einmal glatt streichen und dann Abigaloppi in den Kühlschrank. Am liebsten über Nacht, wisst ihr ja. Aber so 3 Stunden solltet ihr dem Ganzen schon geben, damit das wirklich einmal komplett durchkühlen kann. Und wer sich jetzt denkt, ich tue das einfach für eine Stunde in den Kühlschrank, ins Eisfach. Nee, bitte nicht. Das ist so ein Mythos, so ein Missverständnis, dass Leute, die, besonders wenn man zum Beispiel Gelatine oder Agatine benutzt, dass die Leute dann sagen, ich tue das einfach ins Eisfach, dann kürze ich die Kühlzeit ab. Nee, das, so funktioniert das tatsächlich nicht. Ihr müsst der Gelatine oder der Agatine ja auch die Zeit geben zu gelieren, bevor die friert. Das heißt, wenn ihr Bindemittel benutzt, Geliermittel benutzt, bitte erst abgelieren lassen und dann einfrieren. Und so machen wir das jetzt halt auch hier. Zuerst in den Kühlschrank und wer sich dann so ein bisschen die Abkürzung nehmen möchte, der kann das auch nochmal für ein Stündchen ins Eisfach tun. So als Eistorte ist wahrscheinlich auch ultra lecker. Eine Nacht später, die Torte ist sowas von durchgekühlt, das heißt, wir können direkt weitermachen. Ich und mein Schneebesen, wir verrühren jetzt hier in meinem... Mein Schneebesen und ich. Mein Schneebesen und ich. Wir verrühren jetzt hier das restliche Mangopüree, was ich über hatte. Das habe ich mir mit ein bisschen Wasser verdünnt. Und da machen wir jetzt den Tortenspiegel draus, den Tortenguss. Dafür habe ich mir meinen Tortenguss schon abgewogen. Das ist Zucker, der Tortenguss eben, plus hier meine Flüssigkeit. Ich habe in der Kanalmitgliedschaft und bei Patreon schon ewig oft über diesen Tortenguss geschwärmt. Das ist nämlich nicht dieser standardmäßige, der in diesen kleinen Tütchen kommt, der aussieht wie so ultra dicker Kleister und weder klar ist, noch sich gut verteilen lässt. Wenn ihr mal meinen Profi-Tortenguss euch anschauen möchtet, dann verlinke ich euch den in der Infobox. Den benutze ich, den haben wir schon damals in der Ausbildung benutzt. Von daher ist gutes Zeug. Und damit der jetzt so nice wird, koche ich den hier gerade einmal kurz über dem Herd auf. Lass den dann was abkühlen, weil kochend heiß kann der, auch wenn die Torte kalt ist, trotzdem nicht da drauf. Also kurz abkühlen und dann drauf. Nach kürzester Zeit ist dieser nice Tortenguss hier auf jeden Fall schon fest geworden. Ich habe mir in der Zwischenzeit gerade noch Sahne mit ein bisschen Sahnesteif und Vanillezucker aufgeschlagen. Ich streiche mir jetzt hier die Torte ein. Am Rand kommen ein paar Kokosraspeln, ein paar Rosetten drauf, bisschen Deko. Kennt ihr alles schon von mir? Habe ich euch schon oft genug gezeigt, deswegen entlasse ich mich an dieser Stelle aus dem Video. Freue mich über eure Kommentare, über eure Unterstützung in der Kanalmitgliedschaft und hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bye bye. Ach so, und wenn ihr sehen möchtet, wie ich das hier nasche, einfach mal bei Instagram reingucken. Da sind meistens diese Vernaschungsszenen drin.